Tag, ihr Lieben. One Hour into Terraria Spezial. Spezial, weil ich weiß mal, ich bilde mir ein zu wissen, was ich tue heute. Und weil das trotzdem nicht sicher ist, habe ich mir wieder emotionale Unterstützung besorgt. Hallo Uschi. Hallo. Ja, wir haben gerade schon einen Anlauf gestartet und 40 Minuten lang versucht, den Zoom zu finden. Mal gucken, was es für ein Hindernis uns jetzt, welche Stöcker und wir uns jetzt zwischen die Beine schmeißen lassen. Ich baue mal meine Figur. Ich habe schon gerade vergessen, was ich alles sagen wollte. Mach du mal so lange, bitte. Ja, toll. Ich weiß auch nicht, was du sagen wolltest. Was habe ich denn beim ersten Mal gesagt? Ich weiß nicht mehr. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr das erste Mal dieses Spiel spielt, es ist ähnlich wie Minecraft, aber in... deutlich komplizierter. Ja, und in 2D, dann macht das Tutorial. Es ist sehr, euch sehr ans Herz gelegt. Und auch wirklich durchlesen und nicht nur einfach B drücken. Ja, das habe ich auch schon geschafft. Das ist nicht hilfreich. Nein. Ja, wir haben das Ganze schon mal angefangen auf der, halt das in die Arme, auf der 360. Wir haben es da auch gespielt. Ich habe es mir auch fürs Handy nochmal gekauft, weil ich es wirklich gut finde. Und es für sehr viel Kurzweil sorgt. Und da haben wir auch schon mal angefangen mit dem Video. Leider Gottes sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir irgendwann, ich habe doch bloß einmal gedrückt, egal, dass wir das wahrscheinlich keinem zumuten können, wenn wir da einfach mal sitzen und spielen. Wir saßen über eine halbe Stunde, haben nichts gesagt. Ich habe nur freudig irgendwelche Erze abgebaut. Du hast irgendwelche Gegner, wenn überhaupt welche kamen, getötet. Ich glaube, ich habe Tunnel gebaut. Oder du hast Tunnel gebaut. Und es war doch ein bisschen sehr langweilig anzusehen. Und deswegen versuchen wir hier jetzt so Ziel, um ein Ziel zu setzen. Sprich... Genau, so sah der Zoom aus, muss ich mal jetzt kurz sagen. Wir haben angefangen zu spielen, man sieht ja gar nichts. Da muss man Start drücken. Das haben wir auch erst echt im Internet suchen müssen, da mit den Schultertasten unten RTLT-Kamera rein und rauszoomen. Ist ein bisschen fummelig, aber immerhin besser als nichts. Jetzt sieht man auch, was man tut. Und zwar gehe ich jetzt erstmal nach Osten, während Uschi ihre Figur baut und dann weitererzählen darf. Ja, du hast mich völlig rausgebracht, keine Ahnung. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich habe schon wieder eine Truhe gefunden. Truhen immer. In Truhen sind halt immer schöne Sachen drin, bring mit. Und wenn nicht, kann man die Truhe mitbringen, ne? Richtig. Genau, also wir haben jetzt... Wir gucken mal, wie weit wir jetzt kommen in der Stunde. Vielleicht wird's auch ein bisschen länger. Weil ich glaube, die wirklich interessanten Sachen kommen erst weit nach einer Stunde. Ja. Deswegen... Wir hatten einige Probleme, die wir dann eigentlich in den Griff gekriegt haben, wie man Gegner besucht und was nicht alles. Und wenn euch das gefällt, oder wenn ihr das wissen wollt, sehen wollt, dann... Ach so, hier bist du, okay. Wo ist dann die Truhe? Wo soll ich denn hin tun? Wenn ich schmeiße einfach. Ich nehme mir das alles so, wie ich das gerne halte. Wie schmeiße ich denn jetzt weg? X, genau, X zu schmeißen, alles klar. Habe ich sie wieder aufgesammelt? Nein. Gut. Nein. Haben wir uns halt überlegt, auch, wir können auch so kleine Videos machen oder... kürzere Videos, wie man zum Beispiel bestimmte Gegner findet. Wie man sie besiegt im besten Falle oder andere Probleme in den Griff kriegt. Weil einfach mal, wenn wir jetzt hier ein Let's Play draus machen würden, das ist wirklich, wirklich nicht sehr interessant. Nein. Zumal wir mittlerweile auch wissen, wie es läuft. Ich kann dazu sagen, es gibt halt diese Steuerung, wie man jetzt hier sieht, oben. Ich bin oben, sollte man sagen. Vielleicht nochmal. Achso, ja. Mit dem rechten Stick macht man halt, hat man halt diesen groben Zoom, wo man hinzielt. Oder man hat, wenn man rechten Stick klickt, so einen Präzisionsmodus. Da kann man halt genau bauen. Und das habe ich halt zum Beispiel auf der 360, ich habe es überlesen. Ist ganz einfach meine Schuld. Hab da ewig gerockt, bis ich das gerafft habe. Allein schon so eine schöne Treppe bauen, das war der Horror. Ja. Ich bin wirklich ausgeflippt teilweise. Wenn da mitten mal eine Stufe nicht hinhaut und dann wie so Domino-Effekt, dann ist die ganze Treppe schon fast, also das war nicht schön. Das wird jetzt hoffentlich alles besser. Und ja, wir gucken mal. Also Uschi baut jetzt erstmal ein Haus. Man muss ein Haus bauen, wie, sag ich mal, genreüblich, um nicht zu sterben nachts vielleicht. Und es gibt Bewohner. Der eine läuft hier schon rum. Das ist genau. So ein Helfer. Das ist der Führer. Auf Englisch ist es der Guide. Es ist... Ja. Und der hilft dir halt am Anfang, was zu
Der gibt ein paar Tipps, genau, der erzählt ein bisschen was Nettes. Ja. So, jetzt hänge ich natürlich gleich wieder hier im Dreck fest, das ist doof. Und er hieß auch im ersten Mal, wo wir gespielt haben, Kevin. Da war Kevin auch gehört, ganz oft allein zu Hause. Ich habe gehört, ein Kevin guckt sich alle Videos an. Also Kevin, schönen Gruß. Und sag doch mal deine Meinung, das würde mich mal interessieren. Sollen wir noch mehr davon machen? Wenn du die Stunde durch hast, dann kannst du erst entscheiden, musst du ja nicht jetzt machen. Aber würde dich interessieren oder sagst du, nee, ach der Quatsch, hier eine Stunde war schon viel zu viel. Ich bin gestorben. Juhu. Ja, hi. Habe ich zumindest das Haus gut gesetzt, ne? Ja, das passt. Ich mache noch eine Tür auf die andere Seite. Das ist gut. Goldfische. Ja, ich habe schon einen wieder mal in meinem Inventar. Wir sind leidenschaftliche Goldfischsammler, haben wir festgestellt. Wir sind leidenschaftliche Sammler per se, oder? Besonders Goldfische sind plötzlich immer in unserem Inventar. Inventar drin. Ja, die schwimmen da irgendwie rein. Keine Ahnung, wie sie es machen. So, hole ich mir jetzt mein Zeug wieder? Ich versuch's mal so. Naja, es ist, du verlierst ja, du hast es, glaube ich, auch so ausgewählt, dass du nur Geld verlierst. Ja. Und Geld ist am Anfang überhaupt gar nicht wichtig. Ah, ein schöner Grabstein, super. Ja. Wie peinlich. Grabsteine, kann ich ja bestimmt erzählen, habe ich gelesen, sind halt auch gut, um die Infektion, nee, die Heiligkeit, glaube ich, war das, zu stoppen? Einzudämmen, ja. Ach so, okay. Also es gibt hier... Ach so, ja. Ja, es gibt halt die normale Welt, da wo wir jetzt sind. Und dann gibt es zwei verschiedene Varianten von einer Infektion oder was auch immer. Infektion, so nennt sich das. Genau, das ist dann, da ist die Welt lila, das sehen wir vielleicht auch noch, wenn ich hier endlich mal aus diesem blöden Loch rauskomme. Beziehungsweise wir könnten auch das andere sehen. Das ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, das Crimson so irgendwas. Ist das Deutsch. Ist halt statt lila, ist es dann rot. Aber auch alles verseucht und da sind auch stärkere Gegner und eigentlich ist es wahrscheinlich noch gar nicht clever, sich da schon hinzuwagen, aber das hat mich ja noch nie, glaube ich, abgeschreckt, irgendwie mal was zu versuchen. So, ich bin Fisch hier mal tot. Aber die Herzen sind schon arg klein jetzt, muss ich sagen, oder? Also die Energieanzeige, mein lieber Scholli. Oder es ist sehr viel Platz für sehr viel mehr Herzen als sonst. Werden wir sehen. Werden wir sehen. So, nächste Truhe. Sehr schön. Habe ich denn schon meine Schnürsenkelkappe angesetzt? Ja. Die Truhe nehme ich auch mit. Ja, was kann man noch sagen? Also es gibt auf jeden Fall mehr Waffen. Als nur ein Schwert. Es gibt später noch Pistolen, Gewehre, also Feuerwaffen. Es gibt Bögen, das ist ja, sag ich mal, Klassiker schon. Es gibt Zauberstäbe, es gibt, ja, ich hatte auch schon mal ein Buch gefunden, das hat Schädel verschossen. Na, das ist wie ein Zauberstab. Ja, bin schon wieder tot. Ja, ich hab's gelesen. Aber ich kann dir dann Schnürsenkelkappen mitbringen, wenn du möchtest. Ja, meine Verteidigung ist nicht Wir haben Fische im Haus. Naja, tja. Hast du unsere Haustiere getötet? Ich dachte, sie wären Nahrung. Man kann, ach so, das bist du ja. Ich habe dich nicht erkannt. Entschuldigung. Du siehst anders aus als sonst. Ja, ich habe noch keine Rüstung. Nee, du hast keine roten Haare. Doch. Du hast rote Haare, aber anders rot. Ganz dunkel. Und wenn ich hier im Helm bin, sieht man schon. Ich habe mich ganz schön blass gemacht. Cool. Seil brauche ich nicht. Schuhe brauche ich auch nicht. Weg. Achtung, ich habe dir einen Glibber reingehauen. Ja, Glibber. Glibber ist aber nicht schlecht. Aus Glibber macht man Fackeln. Genau. No. Ach, dieses blöde Piekseschwert. Ja, ach, du fandest es noch gut beim ersten Mal. Ja, es ist ja auch lustig, die Gegner zu pieksen, aber... Hattest du es eigentlich jetzt schon erwähnt, dass die Waffen nicht kaputt gehen, oder war es im vorigen? Ah, das war im vorigen. Ach so, und im Gegensatz zu der Konkurrenz finde ich es hier gut, dass du deine Waffen für immer benutzen kannst. Einige Rohstoffe später sind ja doch sehr rar. Ja, es gibt sehr viel mehr Rohstoffe. Es gibt Erze in verschiedenen Arten. Auch nicht alle, es gibt dann... Also je nachdem, so wie dieses Crimson oder das Verseuchte, gibt es halt auch so ein dann 50-50, entweder es kommen die einen Rohstoffe oder die anderen. Mehr oder weniger. Wobei es ja bei den Rohstoffen so ist, dass statt dem einen der andere auftaucht, die dann aber eigentlich zum gleichen verarbeitbar sind. Sprich Eisen und wir haben jetzt hier die Welt, wo Zink drin ist. Ach, haben wir? Ja, okay. Entweder war Zink oder Blei war der Ersatz. Das weiß ich nicht mehr so genau, ist ja auch nicht wichtig, aber... Ihr wisst, was gemeint ist. Es ist kein Nachteil, wenn das eine und nicht das andere drin ist.
Genau. Da. Oh, das ist so. Wenn man wieder bei Null anfängt, der ist selbst so ein blöden Schleim hier. Meine Güte. Moment. Ich hatte doch einen Barren abgesetzt. Könntest du da ein Schwert draus machen? Kann ich machen, klar. Das wäre total super. Ein Schwert kommt. Ich sterbe bestimmt demnächst wieder. Ach so, dafür brauche ich erstmal einen Ofen. Kriegst du das noch hin? Ich muss erstmal gucken, wie man einen Ofen. Ach nee, ein Eisenamboss, ja. Krieg ich diesen blöden Glibber hier nochmal tot? Ich sag nichts. Nein, aber da kommt schon der nächste, ey. Ich bin gleich tot und. Na, dann bau dir doch aus Holz erstmal eine Rüstung. Ich konnte dir aus Holz eine Rüstung machen? Aus Holz kannst du dir auch eine Rüstung machen. Aber da brauche ich irgendwas für, oder? Konnte ich das so machen? Ein Amboss ist hier jetzt so. Halt, ich brauche eine Axt. Mit der Axt geht das besser. Ich brauche einen Amboss, um eine Holzrüstung zu schmieden? Das ist auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen Amboss wirklich brauchtest. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich hier gerade noch einen fliegenden Fisch bekämpfe und eh gleich tot bin. Ach, ist das blöd. Ich kann noch kein Eisenschwert bauen. Weil? Irgendwas fehlt. Also man muss immer bestimmte Sachen einsammeln oder schon bauen, damit man die Sachen bauen kann. Genau. Also sprich, wir haben noch kein zum Beispiel Spinnennetz gefunden. Das heißt, wir können noch kein Tuch herstellen. Damit können wir auch noch kein Bett herstellen. Also das ist jetzt halt Moment, Option, Inventar. Das Einfachste, was mir eingefallen ist. Ja. Oh, Lagerfeuer. Das ist neu, oder? Nee. Ach, siehst du, schnelle Wiederbelebung und Leere des Lagerfeuers, das kommt mir neu vor. Das ist nicht neu, das hatte ich in meiner allerersten Welt auch schon. Okay. Wo bin ich? Ach man, die Knöpfe. Ich bin so vom Windows Phone gewöhnt, dass man alles anfassen kann. Holzbeinschienen. Da brauche ich eine Werkbank für. Alles klar. So ein Käse. Also zurück. Soll ich noch was mitbringen? Glibber, ich brauche Fackeln. Du brauchst Glibber. Ich habe keine Fackeln. Aber der Glibber ist nur hartnäckig. Ja, ich brauche trotzdem Glibber. Ich versuch's. Vielleicht bin ich ganz schnell bei dir. Schneller als mir lieb ist. Ja, ich mache mir da jetzt keine Hoffnung. Ist das eine Pilzfarm bei dir? Es sieht so aus, ja. Ja. Ich will nicht sterben, dann geht das Geld verloren. Das ist Käse. Ach, das Geld brauchen wir am Anfang nicht. Also da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Spätestens wenn du 2-3 Welten, und das brauchst du ja bestimmt auch für die ganzen Erfolge, sammelt sich das Geld so sehr, da weißt du gar nicht mehr, wohin damit. Echt? Also den Punkt habe ich... Oh, ich habe einen Ring schon, gut, super. Den Punkt hast du noch nicht erreicht, ich weiß. Ich habe ihn schon. Ah, das ist ja... Aber dann gab es so ein tolles Ding, also ich hatte wirklich viel Geld, ich habe schon alles gekauft, was man kaufen musste. Plötzlich konnte ich Truhen nicht mehr öffnen. Ja, ein böser Bug. Ja, das war... Ich sehe nichts mehr. Danke. Bitte. Bau doch Fackeln. Ich habe kein Glibber. Du hast kein Glibber. Ach so, genau, da war ja was. Das sieht ja niedlich aus. Ja. Ja, was... Ja. Halt. Inventar. Einfach wegschmeißen. Du nimmst es und drückst B. B. Hat das geklappt? Ich sehe nichts. Ich auch nichts mehr gucken. Nee, der ist noch da. Wo ist er denn? Nee, in meinem X, nicht B. Oh. Ah, Glibber. Sehr gut. Juhu, ich mach mal ein paar Fackeln. Ja, bitte, schnell. Ich sehe ja gar nichts. Ich auch nicht. So, wo ist denn jetzt die Werkbank? Da ist die Werkbank, genau. Jetzt baue ich mir eine schöne Holzrüstung. Ja, und Fackeln sind auch... Brustpanzer. Auch sehr schön, wenn man in ich hab nicht genug Holz. Untergrund ist. Holz, du brauchst Holz? Hast du noch Holz? Ja, aber kannst du die auch schnell hier holen, die ist genug. Na gut. Ja, es gibt viele schöne Sachen. Es gibt Mützen, die Licht machen, oder eine zumindest. Es gibt Knicklicht, das später. Es gibt einen Doppelsprung, der sich noch verstärkt durch ein anderes Item. Also richtig herrlich. Ein Dreifachsprung quasi. Also Doppel-Doppel. Genau. Ja, es gibt wirklich unfassbar viele. Es gibt Zombies. Ah! Ach, das ist unsere erste Nacht, wa? Ja, unsere erste Nacht. Den kriege ich aber noch.
Es gibt Wolken, Häuser in Wolken. Und es gibt Dungeon, dann gibt's Pyramide manchmal. Obwohl die Pyramide uns sehr enttäuscht hat, wenn ja, die hier genauso ist, da ist eigentlich nur eine Truhe drin. Aber war das nicht ein Fehler? Ach, das war ein Fehler? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab eine Pyramide und die sah halt toll aus. Riesengroß? Aber da war halt nichts drin. Also. Da war ein Raum mit, das, ja, sehr unspektakulär. Ja. Wenn ihr die Pyramide sehen wollt, oder andere Sachen, die wir jetzt hier erzählen, dann, ne, sagt Bescheid. Wir machen das, das ist überhaupt kein Problem. Wir lassen auch die Welt hier dann und spielen in einer anderen Welt weiter. Wir würden dann wahrscheinlich unsere Ausrüstung mitnehmen, damit es ein bisschen einfacher wird und nicht völlig langweilig. Aber die Truhe habe ich zu dicht gesetzt. Es ist nicht die habe ich gesetzt. Die würde ich. Oh, Auge! Dämonenauge! Das Auge unbedingt töten. Ja, du kannst mir auch helfen. Ach so, ja, scheiße. Naja, du weißt schon. Ja, ich weiß schon. Vielleicht mit einer Pickier, mit einer ollen Axt, da kriegt man so ein bisschen. Ja. Ja, also wir sind Fernkämpfer und das macht sich auch für die ganzen großen Bosse auch schöner eigentlich. Ja. Die ein bisschen auf Abstand zu halten. Wo ist es denn? Da ist es. Ich muss sagen, ich hatte auf dem Handy dann ein... Was hatte ich denn da für eine Waffe? Hat die selber gezielt irgendwie, glaube ich. Das war total doof, gegen die Fleischwand zu kämpfen. Ja, ja. Da hat er nämlich immer auf die kleinen Mobs drumherum gezielt und nicht auf die Fleischwand selber. Das ging böse in die Hose. Wir haben's gleich. Moment. Ja. Ich will mein Doppelsprung. Nicht spielen vorm Wischen. Sprung wieder haben. Ich auch. Kupfermünze, aber hier war nix. Mhm. Eine Niete. Na gut, noch irgendwas Schönes, was ich hier lassen kann? Ich habe ein bisschen Geld, das lasse ich mal hier. Ja. Achso, und Schnürsenkelkappen habe ich auch noch hier. Ja, das... Huch, haben wir auf einmal ein Loch im Boden? Ja, damit die Truhe dann ein bisschen wegkommt. Ah ja. Ich muss auch sagen, ich habe festgestellt, immer wenn ich... Du hast die Tür offen gelassen. Goldfisch. Ja, das ist... Die Truhe ist im Weg, das ist doof. Ja, die kommt doch gleich weg. Jetzt haben wir zwei Türen, da kommt ein Zombie. Den Zombie ist eigentlich ganz okay. Du kannst ruhig gerne, da kommt der nächste noch. Nee, ist ein Goldfisch. Jojo, ich helfe dir. Nee, jetzt hab ich die Tür zugemacht. Ja. Piek. Ja. Ein Holzbein. Oh, noch ein Auge. Komm raus, hilf mir. Ich bin da, warte. Ja, nee, was wollte ich sagen? Achso, ich bin irgendwie der Höhlenbauer so, oder Bunkerbauer. Ich habe, glaube ich, bis jetzt nur einmal ein bisschen nach oben gebaut und das war dann ein dunkler Turm, der wirklich groß und dunkel war. Ja, das war die Welt, die wir euch eigentlich zeigen wollten. Ja, vielleicht, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, kann man da vielleicht nochmal das bisschen durcharbeiten oder so, aber... Oh. Oh, nein! Jetzt ist auf unserem Haus... Zwei Augen! Oh Gott. Warte. Wie kriegen wir? Und Goldfisch. Erstmal das Geld aufsammeln, so. Gab's hier auch Steinschwerter oder irgendein bisschen bessere Waffe? Nee, Stein gab's hier nicht. Eisen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir noch kein Eisen machen können. Ich würde jetzt... Na erstmal, oder Kupfer, irgendwas für den Anfang. Da war ja auch was, aber ich wollte ja eigentlich erkunden. Das ist das Blöde, wir verzetteln uns auch immer arg. Ja. Also wenn ihr denkt, Rakete und ich sind beim Hobbit schon schlimm. Ja. Das hier ist nichts dagegen. Noch ein Zombie, juhu. Na, wenn nicht, dann hilf mir doch hier schnell ausbauen, damit wir noch eine Truhe bauen können. Dann lassen wir die Nacht... Ich hab doch zwei Truhen. Ach, nicht, na, hinstellen. Na, wieso hinstellen kann man doch. Ich hab doch... Ich helfe jetzt erstmal hier alles zu töten. Ja, es kommt aber immer mehr. Erstmal das eine Auge hier. Das ist schon angeschlagen. Beide sind schon angeschlagen. Ja, aber das andere ist fast tot. Das sollten wir noch hinkriegen eigentlich. Wenn wir es dann mal... Jetzt, Kupfermünze, dem... Mann. Ja. Gibt's doch nicht. War die Nacht schon immer so lang? Ja. Kam mir sonst nicht so vor, als ich mich wehren konnte. Ja, ich weiß, was du meinst. Bin ja schon wieder gleich tot. Ich auch. Grüß mich, nein, kein Trost. Nein. Dann... Toll. So, ich bin tot. Ich lebe noch, du bist tot? Was ja, ich bin aufgesprungen. Ich dachte, ich kann einen auf Super Mario machen. Das klappt nicht. Linse, endlich. Wie viel brauchen wir? 30? Oh, das 25, glaube ich. Das wird nichts mehr. Nee. Nee,
Kackauge. Da draußen rennt noch ein Zombie rum, falls das für dich von Interesse ist. Oder bau aus, ist mir egal. So, Zombie, Goldfisch. Goldfisch, auch gut. So, erstmal hier ein bisschen unser Territorium hier. Man sieht ja gar nichts. Ja. Ach so, Licht vertreibt die bösen Monster eigentlich, ne? Wer hätte es gedacht? Ja. Wieso kann ich denn hier keine... Jetzt. Die Grabsteine müssen irgendwann weg, die deprimieren mich. Kommen sie noch, keine Sorge. Hast du Stein? Nee. Okay. Gar nicht. Aber ich kann hier schnell welchen abbauen. Nee, erkunde du mal lieber ein bisschen. Das ist mir gerade zu dunkel, ehrlich gesagt. Wenn ich Tasmo schon an dem Schleim fast verrecke, dann, nee, dann warte ich lieber nochmal, bis es ein bisschen heller wird. Kann ich sehr gut nachvollziehen. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Stein. Soll ich das hier auch noch abtragen? Ich will hier einfach nur keinen Dreckboden haben. Das ist alles. Und Holz ist mir dann doch zu schade. Oh, Holz wächst nach. Ja, nee, ich will hier Stein. Moment, kriegst du Stein. Willst du die Linse auch haben? Ja, kannst du mir auch geben. So. Ja, das war auch mal sehr, sehr erbaulich. Wieso machst du das denn da weg? Du brauchst doch Steine. Dann bauen wir hier halt noch so einen zweiten Raum. Es gibt nämlich, haben wir das jetzt schon gesagt? Ich bin ein bisschen durcheinander. Einwohner quasi. Und jeder davon hätte gerne ein Zimmer. Also, man muss bestimmte Kriterien erfüllen, dass einer auftaucht. Und damit er bleibt, und man quasi bei dem einkaufen kann oder so, muss man ein Zimmer bauen. Da braucht man dann einen Tisch, einen Stuhl, glaube ich. Tisch, einen Stuhl und Licht. Eine Lichtquelle. Genau. Die und der kann Raum muss sein... eine bestimmte Größe haben. Ja, 6 Felder ist hoch. Ist das ein Zombie? Da kommt ein Zombie. Nein, das ist ein Goldfisch. Dahinter. Ja. 6 Felder hoch und 10 Felder breit. Genau. Und auf jeden Fall, was man braucht, eine Rückwand. So wie die das jetzt nicht schon in dem aus Haus Dreck ist. Sein darf. Genau. Das ist ja das... Das A und O. Oh, ich versuche nochmal Glibber zu holen. Sehr gut. Treff den nicht. Ja. Das ist zu dunkel. Ja, dann mach doch da noch eine Fackel hin. Ich kann nicht, ich muss den Glibber pieken. Ja. Oh, fliegender Fisch auch noch. Haben die auch was Gutes fallen lassen? Geld. Eine Kupfermünze vielleicht. Ach, Kupfermünzen sind mir gerade egal. Ah, ich will nicht schon wieder sterben. Nicht in der Holzrüstung mit einem Regenschirm auf dem Kopf. Mano, das ist so peinlich. Kannst du mir den Stein fallen lassen, bitte? Ja, Moment, der kommt hier gleich rein. So. Ey, warum haben wir jetzt... Mano! Da steht ein Grabsteinkopf. Was, wo? Hier drüben, der steht falsch rum. Aha, war da Pech. So, hab ich jetzt die Steine wieder? Nee. Hast du die Steine? Nö. Ich hab doch aber Steine abgeschmissen. Ich hab hier keine Steine. Wo sollen sie sein? Aber ich hab doch auch keine Steine, bin ich jetzt doof? Ich hab doch gerade 32 Steine oder so abgeschmissen. Aber nicht zu mir, hast du sie weggeschmissen? Nein! Ist das der Mülleimer X? Das ist der Mülleimer, ja. Aber ich wollte die doch... Ah, ich hab die nicht hochgehoben. Scheiße, ich hab die Silbermünze weggeschmissen. Gut. Doofheit schlägt zu. Ah, ich hab eine neue Silbermünze gefunden. So, ich geh jetzt wieder gucken, das ist mir hier zu anstrengend. Oh nee, Glibber. Ist mir egal, ich renn weiter, ich heil ja. Ich hab mir keinen Helm gebaut. Darum bin ich eigentlich zurückgekommen, Mann! Aber ich muss dazu sagen, Regenschirmglibber ist auch ein bisschen härter im Nehmen, oder? Natürlich.
Das ist scheiße hier mit dem... Mit dem? Dann mach's doch anders. Ich wollte nur schnell eine Hütte bauen. Ja, nee, ich meine bloß, wenn ich einen Block höher stehe, dann treffe ich schon den Glibber nicht. Heul nicht, mach's anders. Hab ich. So. So, bleib da an den Glibber. So, Tür auf. Wo ist denn jetzt... Ach, da ist die Berg... Warum sind hier so viele Löcher im Boden? Sag mal, was ist denn weil irgendjemand seinen Stein weggeschmissen hat. Oh, es ist alles langsam. Also. Ja. So, habe ich den jetzt aufgesetzt? Ja. Sieht das doof aus. Aber auch nicht besser. Naja. Hat nicht jeder, ne? Ja, ist guck mal, hier im Boden ist auch noch Stein und da oben ist eigentlich auch noch Stein an der Decke. Ja, das würde ich gerne erstmal da lassen. Okay. Ja, ihr seht also, gut. So alles viel zur doch Vorbereitung. Beim Alten, ja, ja. Ja, ja. Gegen Ebbe und Flut kannst du nichts machen, ne? So, aber jetzt. Hochheben und jetzt. Ja, dankeschön. Bitte, war ja bloß 30 Steine. Meine Güte. Wieso habe ich jetzt nur 4 Steine? Weil ich nur 4 Stück abgeschmissen habe. Hm. Ah, hier sind noch mehr Steine. Ja, ja. Oh, aufregend. Dabei hat es eigentlich schon mitunter echt was Entspannendes, wenn man dann einfach nur seine Tunnel baut oder so. Ja, weil jetzt versuchen wir ja mal vernünftig was zu zeigen. So. Ja, klappt ja auch sehr gut soweit. Mhm. Na, wir können ja die Zuschauer nicht zu sehr enttäuschen, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwann mache ich mal eine Folge, die auch wirklich funktioniert. Nein. Doch. Aber ich glaube, das dabei. Dauert noch lange. Das wird noch eine Weile dauern. Achso, wie immer gilt natürlich, ne, wenn ihr mal einen Wunsch habt, hier, wo ihr denkt, Mensch, das Spiel, das packt der nicht, der wird ja sich richtig schön zum Affen machen, naja, dann immer zu, daher damit, ne? Bin mir fast nichts zu schade. Wir wollten ja auch schon mal, na gut, wir wollten es nicht aufnehmen, aber hier Sesamstraße mit Kinect spielen, ist einfach mal daran gescheitert, dass wir zu unterschiedlich groß sind, würde ich mal sagen. Also ich alleine konnte wurde erkannt vom Kinect. Und Uschi alleine, aber zusammen irgendwie ging nicht. Ja. Weil so eine Sachen kommen, da können wir natürlich nichts für machen, aber ansonsten. Also ich für meinen Teil immer her damit, ne? Genau. Man wächst damit der Herausforderung. Ich glaube, das Erkunden spare ich mir gerade. Ich muss jetzt mal hier abbauen. Stein dann bitte mit. Ja, ja. Es gibt ja auch andere Sachen, die sehen halt aus wie Stein. Aber sind es nicht, sind besser. Besser als Stein ist natürlich noch besser, ja, ja. Hast du recht. Auf jeden Fall. Steinrüstung, wäre bestimmt auch mal interessant. Nee, die gibt's hier nicht. Stimmt, ganz schön schwer. Ja, nee. Es gibt hier so viele Erze. Das ist aber kein Stein, oder? Das sieht irgendwie anders aus, aber es leuchtet nicht. Nee, das wird Stein. Rohstoffe sonst leuchten immer. Könnte natürlich auch Zinn sein. Zum Pulsieren. Aber dafür. Ja, mal gucken. Dreck, Stein, 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 Stein. Es ist Stein. Schade. Jetzt habe ich gerade gedacht, Mensch, ich baue mich mal schnell zu dir durch, aber ich glaube, das ist ganz schön weit weg schon, oder? Ich denke. Kannst du mal auf der Karte kurz nachschauen? Naja, es geht, aber... Aber was waren das auf der Karte für pulsierende Dinger? Das sind Gegner. Oh, da habe ich gerade mich verguckt. Na gut. Kommt hier noch? Oh, hier ist noch mehr Stein. So, du wolltest Stein, du kriegst Stein. Ich brauche doch nicht so viel Steine. Ich wollte ja nur... Steine kann man aber nicht genug haben, ne? Ach, das kommt nachher. Hast du so viele Steine. Ich hatte zum Schluss eine ganze Truhe voll Steine. Aber ich habe 30 weggeschmissen. Das ist mir jetzt ein bisschen... Obwohl, jetzt habe ich schon fast 150. Moment, mache ich 150 noch voll und dann... Geht's los. Oh, ein grüner... Ja?
Nee, das sah gerade aus, als hätte es pulsiert, aber das sieht nur so aus durchs Gehen irgendwie. Schade. Na? So eine schlechte Reichweite mit der Pike hier? Jetzt muss ich wieder rauskommen hier, das ist ja mal. Ja, vermisst du auch den Doppelsprung? Ich vermisse den Doppelsprung, ich vermisse den Dreifachsprung, ich vermisse den Greifhaken. Ach, fliegen kann man hier ja auch. Wie fliegen? Ja, es gibt Schuhe, mit denen du irgendwie fliegen kannst. Also, glaube sogar unendlich. Raketenstiefel. Okay, so weit sind wir noch nicht gewesen. Das hatte ich nur im Internet gelesen. Das würden wir dann aber natürlich auch alles ergründen, wenn ihr das wollt. Uiuiui. Wir werden es trotzdem ergründen, aber wir werden es dann nicht aufnehmen und beitreten. Also, ne? Sagen wir mal, wie es ist. Grüner Schleim hier, komm her, du. Ich krieg den Schleim tot. Ja, oh, komm, lass dich nicht so feiern bei so einem grünen Schleim. Lass fallen. Ich lasse fallen. Und zwar, ist das wirklich fallen lassen jetzt? Fix? Ja! Brauchst du noch Leben? Nö. Leben ist aber nicht so doof, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich so viel Leben... Achso, Leben könnte man brennen, ne? Leben kannst du brennen, mit Leben kannst du Töpfe machen, in denen alles wächst. Und Leben hält sowohl die Vergiftung... Achso, brauchst du noch Schleim? Ja, gibt ja. Leben hält sowohl das heilige Gebiet auf, als auch dieses Verseuchte. Verseuchte, das hat aber auch irgendwie nicht geklappt letztes Mal. Ja, ich habe es nicht breit genug gemacht. Also im Internet habe ich gelesen, dass du halt 6 Blöcke breit machen musst, aber breit vor Leben. Ich hatte Luft dazwischen. Das okay, war mein das Fehler. Das ist natürlich ein dicker Batzen, den haben wir so nicht bedacht. Und da brauchst du natürlich viel, wenn du halt alles umringen musst mit 6. Oh, hier ist was, hier hat's pulsiert. Also, wer es gesehen hat, hier ist was Gutes. Eisenerz. Sehr gut. Nenn dich Prinz Eisenerz. Ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Oh, hat's hier gerade wieder geleuchtet? Da ist doch noch was. Zinnerz. Ah ja. Bessere Waffen. Und wenn es nur ein bisschen besser ist, ey. Ja, ich habe jetzt auch schon den Ofen gebaut. Fantastisch. Oh, ja. Es dauert leider alles länger. Ich benutze die Schnellauswahl gar nicht. Ja, weil die Waffen einfach nur doof sind. Nee, aber auch so. Also das mache ich am Anfang auch selten. Das kommt bei mir. Bin ich mir gewohnt. Das ist wirklich krass, wie schnell man sich an so eine Handysteuerung gewöhnen kann. Ist da noch was? Das ist so schlecht zu sehen oder ist das nur eher Stein? Das sieht anders aus, oder? Unter meinem Herzen. Aber oh, das kann täuschen. Es pulsiert nicht. Dann hole ich noch ein paar Steine mit. Ja, brauche ich jetzt erstmal nicht, weil wir brauchen jetzt erstmal nicht unbedingt irgendwelche Räume bauen, da wir noch nicht so weit sind. Aber unseren Guide könnten wir schon einladen. Einfach nur, weil wir nett sind. Aber unser Guide ist doch schon drin, oder? Ist er schon drin? Das ist mal auf der Karte. Der hat ein Häuschen. Stimmt, und das geht der ist nur, schon eingezogen. Geht nur da. So, und nochmal zurück nach Hause. Was schade ist, man kann keine Schilder aufbauen, die man so lesen kann. Ja. Das vermisse ich wirklich. Wenn man wirklich viel zu tun hat und jemand hat, der sich wirklich darum kümmert. Wie ich, ja, danke. Genau. Dann sind Truhen mit Beschriftungen echt total toll. Ja. Moment. Erz? Nee. Erstmal muss ich ja... Wie war denn das? Hilf mir mal auf die Sprünge. Du gehst zum Werkzeug. Werkbank. Zum Werkzeug. Und jetzt kannst du schmieden. Ah. So, was gibt's denn hier Feines? Und es reicht nicht, natürlich. Kann ich mir wenigstens ein Werkzeug bauen? Ich hätte, warte mal, ich habe ein paar. Ich habe 3 Zinnbarren. Wenn du 4 hast, kannst du dir ein Schwert bauen. Ich habe 3 Zinnbarren. Gut, dann brauchst du. Das ist eine 5. Das ist eine 5. Gut, dann lasse ich dir da was fallen. Dann hast du 8 und dann kannst du dir zumindest ein Schwert bauen. Juhu! Oh, hast du es gesehen? Der Schleim hat den Hasen zerfetzt. Das sehe ich schon die ganze Zeit. Das ist so gemein. Ich find's lustig. Ja. Da,
Ein Breitschwert. Ein Breitschwert? Oder ein Kurzschwert? Macht das Breite, das hat mehr Schaden. 7. Ja, ich glaube, das macht auch diesen schönen Bogen, wenn man es benutzt. Ja, dann gehe ich mal Holz hacken, damit ich ein bisschen Rüstung kriege. Ich habe noch 30 Holz, wenn du willst. Ja, das reicht nicht. Aber ich kann es dir... Okay. Behalt immer ein bisschen Holz dabei. Man weiß ja nicht. Ja, das ist doch schon besser hier. Ach, und wenn man, umso öfter man was schmiedet, umso besser wird es. Ja. Also nicht, dass du jetzt nur Holzschwerter schmieden musst, sondern das gilt allgemein, wenn du... Ja, die werden also ein bisschen besser. Es kommen immer teilweise noch Werte dazu, die einfach mal mit der Zeit ganz gut sind. Ja. Und schmieden muss man ja bestimmt hier auch für Erfolge wieder ganz viel, denke ich. Ja, das habe ich mir eigentlich so, weiß ich nicht, die Hoffnung habe ich schon ein bisschen aufgegeben, hier mal alle Erfolge zu kriegen. Aber theoretisch, wenn du es durchspielst, dann schmiedest du viel. Also das kommt ja von ganz alleine. Ja, aber da musst du auch dann, glaube ich, eine Liste haben, dass du nicht irgendwie... Oder du hebst ja alles auf, dass du nicht irgendwie irgendwas übersiehst und so. Da funkelt's. Also wenn du für mich auch ein bisschen bessere Rüstung... Hey, ich habe auch nur Holz. Naja, okay. Sammel alles ein, was du kriegen kannst. Eisenerz. Ich habe Eisenerz. Jetzt renne ich aber, ich renne jetzt nicht gleich wieder zurück. Ich muss jetzt mal hier vorankommen, ne? Das sage ich ja auch nicht, dass du wegen jeden Scheiß wieder zurückkommen sollst. Nee, ich meine nur, jetzt muss man hier ein bisschen mal gucken, wie groß so eine mittelgroße Welt ist eigentlich. Denn am Ende gibt es immer ein Meer. Mal größer, mal kleiner. Je nachdem, wie groß deine Welt ist. Du nicht nur. Also ich habe auch schon mal, also auf dem Handy habe ich ein Meer gesehen, das war so groß, das habe ich so noch nicht gesehen. Also, ich kann zu viel Xbox 360 sagen, da entsprach die Meeresgröße der Welt. Komm her, du Schleim. Jetzt macht es sogar schon fast zumindest Spaß, kleine Schleim anzugreifen. Oh, ich habe Silberbarren. Cool. Und nicht vergessen nachzupflanzen, sonst hat man irgendwann kein Holz mehr. Nur wir haben ja Samen, also da mache ich mir jetzt gerade überhaupt keinen Kopf. Ja, später kommt auch eine Dryade. Die Dryade, genau. Die verkauft dir auch Eichelsamen. Aber ganz schön teuer, glaube ich, ne? Das war nicht ohne. Das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Das habe ich ja also zum Schluss, wie gesagt, ich hatte ja zum Schluss so viel Geld, ich habe ja bei der nur noch gekauft. Was ich halt, wozu ich Lust hatte, bis ich dann halt nicht mehr an mein Geld rankam. Ja. Ja. Die Finanzkrise macht halt auch nicht mal vor einem Spiel halt, ne? Ja. Der macht 8 Nahkampfschaden, das ist ja gut. Dann bringst du mir mit. Dann ja, muss ich nichts schmieden. Dämonenauge, komm her, du Matschbagge. Wie bitte? Matschbagge. Sehr schön. Werner Slang. Es ist zu dunkel hier. Dann bau dir doch ein paar Fackeln. Ja, aber ich habe hier gerade ein paar Diener an der Backe. Oh, an der ich schon. Das will keiner sehen. So, jetzt hier. Bam, bam, bam. Oh, ich bin gleich tot. Ei. Okay, so viel dazu. Aber, oder war eine Truhe? Was wolltest du haben? Eisen, ne? Eisen. Eisenberg. Wozu wollte ich Eisen? Um den Rüstung oder irgendwas zu machen, oder ein Schwert. Ich hätte den Speer hingeschmissen. Hilfst du mir bei dem Auge? Klar. Wenn du schon hier bist. Gab's da jetzt? Gab's nix. Brauchst du einen Gläser? Oh, ich hab nur eine Truhe. Zack. Granate brauche ich nicht. Eisenerz kannst du haben. Geld kannst du haben. Zack, hier, so wie ein Echtmensch. Ja, mein fettes Grinsen sieht man jetzt leider nicht, tut mir leid. Nö, nein, tut es nicht. Doch, ganz doll. Also. So, wo bin ich denn gestorben? Ich vermisse meine Kopflampe, wirklich. Unter Tage, unter Wasser, sehr praktisch. Ein Taucherhelm gab es auch noch, oder Taucherausrüstung in verschiedenen Güteklassen. Also es ist wirklich... krass, was es hier alles gibt. Ja. Und es wird auch immer mehr noch, glaube ich. Ja, wir hatten auch noch lange nicht alles gehabt. Die Konsolenversion hängt noch ein bisschen hinterher. Oh, eine Sternschnuppe. 5 Sternschnuppen? Das sind ein Mana-Sternchen oben, ganz schlecht zu sehen. Das blau-lila, ne? Macht das größer.
das ist später ganz toll. Da bin ich hier gestorben, hab die Truhe gesehen. Da ist wieder ein Zombie bei dir. Ja, gleich gewesen. Wenn du ein Zombie wärst. Ja. Aber in dem Fall bin ich nicht pro Zombie. Nicht? Nein, Dämonenauge, komm her du. Vielleicht doch mal eine Rüstung oder so aus Silber? Irgendwas? Dafür brauchen wir mehr. Okay. Die Eisenrüstung, ich kann dir gleich mal sagen, wie viel. Ja, schon für das Hemd brauche ich 30. Wir haben gerade mal... Barren? Ja, 19. Hast du das Erz schon verarbeitet? Ja. Wahrscheinlich. Habe ich. Heieieiei. Also ja. Am Anfang ist schon nicht ganz einfach hier. Aber es kommt, es ist jetzt... Das ist richtig. Nächste Auge. Und ich glaube, das Auge von Cthulhu... Nee. Würden leider nichts mehr. Nee, wenn ein normales Auge schon so hart ist. Na? Komm schon her, du. Nee, das kriegen wir in 20 Minuten wohl nicht mehr hin. Noch mein Liver, so ich nehme zwei Teile, das ist mir zu doof. Einfach mal gucken, ob wir noch was Schönes finden. Ja, seht ihr, sobald es ans Bauen geht, da ist schon wieder Ruhe. Ja, ich baue aber gar nicht. Ich versuche hier im Dunkeln die Gegner zu töten. Hast du keine Fackel? Nein, sie sind alle. Warum baue ich mir keine? Tot oder alle? Ja, warum baust du dir keinen? Hast du keinen Schleim? Doch. Aber? Kein Holz? Doch. Aber? Keine Werkbank. Du brauchst eine Werkbank für Fackeln? Nicht? Ich glaube nicht, oder? Sowas Rudimentäres? Stimmt. Mist! Ich hab mal eine Linse gefunden. Und eine Truhe. Ein altes Schwert. Wieso schmeißt du das weg? Ich bin gar nicht bei dir. Oh. Ich bin das jetzt so gewohnt. Wo kann ich es denn abschmeißen? Ich bin gleich da. Na, die Sache, irgendeine Truhe, oder? Ja, ich hab noch kein Sortiersystem da drin. Okay, also erste Truhe. Okay, bei der ersten Truhe sammle ich jetzt das Eisen. Ich hab noch keine Ahnung. Ja, wie nehme ich das jetzt Truhe? Zack. Ja, ich finde es doof, wenn man nicht weiß, was in einer Truhe ist. Ja, das ist ja richtig, aber wir haben noch keine Zeit für sowas jetzt hier. Dann mach das doch gleich richtig, dann meckere ich auch nicht. Nee, für richtig haben wir erst recht keine Zeit, so. Böses Auge. Böses Auge. Mein Doppelsprung. Jetzt heul nicht rum, den kriegst du schon auch irgendwann. Dein blöder Doppelsprung. Mein Leuchthelm war viel besser. Oder eine bessere Picke, dass ich mich durchfräse und die Gegner mich mal können. Fehlt noch ein bisschen. Mist. Naja, irgendwas ist ja immer, ne? Richtig. Oh, ich habe zwei Gegner besiegt und bin nicht gestorben. Kommt noch. Ja, na klar. Auge. Auge weg. Auge im Auge? Nee, jetzt nicht. Ich will jetzt endlich mal noch hier, ich will also vor meinem Tod das Meer erreichen. Irgendeinem Tod. Oder zumindest vor Ablauf der Viertelstunde. Kann doch nicht so schwer sein, ey. Scheinbar doch. Das ist nicht sehr hilfreich. Wow, nicht gut. Ah ja, an die Stelle erinnere ich mich. Falsche Waffe, schlecht.
Und sonst so? Und sonst so bin ich endlich da, wo ich gestorben bin. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme. Also, komm, also peu à peu taste ich mich ja vor. Das muss man ja der Fairness halber sagen. Ohne Sternschnuppe! Juhu! Zwei Sternschnuppen! Bringt man jetzt ohne magische Waffen, aber... Die kommen noch. Das ist ein Anfang. Also, Da gibt's auch einen Erfolg für. Ja. Volle Möhre Energie und, also Mana und... Na, ich weiß nicht, ob das hier dann die gleichen sind. Ich gehe mal stark davon aus. Krüge. Oh, jetzt habe ich da zuschlagen. Habe ich hier alles mit Fackeln gepflastert. Und Käse. Kannst du dann bitte die Tür zumachen? Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Du hast Sorgen. Ich habe hier gerade einen Batzen an Fackeln verbraten und du lässt die Tür auf. Ja. Hab ich hier noch irgendein Erz? Nee. Granate. Da steht ein Zombie vor der Tür. Neidisch? Nö, tot. Also der Zombie. Sehr gut. Wie man es nennt. Sternschnuppen. So, jetzt kann ich mir, jetzt baue ich mir, bevor ich die wieder verliere. Das ist auch ganz gemein, wenn ihr mal irgendwie tagsüber eine Sternschnuppe wegschmeißen wollt, dann ist sie weg. Macht's ja, nicht. Wenn man nicht dran denkt, richtig. Ja. Puh, wo waren das jetzt hier bei Magiegedöns? Genau. Halt. Und benutzen. Richtig. Zack, zwei Sterne. Ich fühle mich gleich viel magischer. Ich habe keine Fackeln. Ich habe wirklich meine ganzen Fackeln da jetzt verbraten. Ey. Oh Mann, gut, dass es jetzt hell wird. Normalerweise baue ich mir mal einen Tunnel, wo ich hin will. Was ist hier los da? Schlimm, ich bin so oft gestorben, ich kenne den Weg schon fast im Dunkeln. Wenn ich ihn jetzt noch schaffen würde zu gehen, ja, dann wäre ich schon fast zufrieden. Und deine Waffe? Oh, schöne Reichweite, ne? Genau, das ist das Gute an ihr. Stimmt, ich könnte mir auch einfach mal ein bisschen Zeug mitnehmen und mir einfach mal einen geraden Weg rüberbauen. Warum denke ich da nicht dran? Ich weiß nicht, weil du ein Höhlenmensch bist. Wie auch immer ich das jetzt verstehen darf. Wie du magst. Ich fand diesen Wortwitz sehr gut. Gut, wenigstens eine. Vielleicht bin ich nicht die Einzige. Und wir werden es nicht erfahren. Du, da ist ein Grabstein bei dir. Ach, sag bloß. So ist das halt, wenn man die Welt entdeckt. Das bleibt nicht aus. Ach, guck mal, hier fräse ich mich jetzt einfach mal durch. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wenn ich leider diese Späne bin, dann muss ich dieses Opfer bringen, um die Welt zu erkunden. Ist das so gut nur ein Spiel? Ja, wenn Christoph Kolumbus so gearbeitet hätten, also hätte der so gearbeitet wie ich glaube, Amerika wäre heute noch unentdeckt. Die Glücklichen. Wie man es nimmt, dann hätten wir vielleicht dieses Spiel heute nicht. Ah ja, hier könnte sein, dass das... Oh, du hast den Dschungel entdeckt. So sieht der Dschungel aus. Ja, so sieht und der meistens, aus. Also welcome to the jungle. In meinen Welten war es fast immer so, dass hinterm Dschungel, genau, oder davor, dann dieses Crimson bzw. die Verseuchung kam. Mhm. Mal gucken, ob das auch wieder hier so ist. Vielleicht war ich das auch. Was habe ich denn da? Du fällst langsamer, wenn du ihn benutzt. Wie benutze ich den? Den nimmst du jetzt und gehst in dein... Da? Eigentlich ziehst du den an, oder? Nö, okay. Du bist die Expertin. Ich dachte, den zieht man an, aber ich habe den wahrscheinlich mit was anderem kombiniert und dann zieh ich's an. Könnte ich den nicht mit meinem tollen Hut kombinieren? Wir können noch gar nichts kombinieren. Warum nicht? Weil wir einfach zu... Weil wir nichts können. Richtig. So wie Ronnies. Dschungelholz ist auch anderes Holz. Das sieht anders aus, aber mehr nicht. Ne? Doch, damit kannst du auch eine andere Rüstung bauen. Ich glaube, die hat die gleichen Werte, aber für den Erfolg brauchst du sie. Ach du je, den Drachen. Was macht denn der jetzt schon hier?
Das sind die leichten. Ach, du, das, der ist nicht leicht. Guck doch mal, ich bin schon fast tot wieder. Ich will nicht schon wieder sterben. Ich will nicht mehr. Mann, hau ab, du. Weg, piu, piu. Oh Gott. Wie komme ich doch nicht vorbei, ohne den zu... Streck dich, genau. Komm her, du. Ich hab doch irgendwo so einen blöden Trank. Ich trau mich nicht, hier ist eine Fledermaus. Oh, Mann. Ab. Ich mach dich Holzmesser. Nee, warte mal, ich hab Metall. Nee, Zinn. Zinn mach ich dich, Alter. Ich bin der Zinnsoldat. Los jetzt. Na, na? Ah. Was auch ein bisschen anders ist, als bei Minecraft, das Wasser. Leider Gottes kann ich nicht irgendwo einen Wasserblock nehmen. Mit einem Eimerchen, was auch immer. Ich habe Kohl gefunden. Mit Kohl kann man ein Haustier finden. Also. Ehrlich, du kennst Kohl? Also. Ja, ich kenne Kohl. Ich habe einen Kohl gefunden. Ich habe es auch intensiver gespielt als du. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Haustiere es gab, aber es gab einige. Ja, also spontan ist mir wie 15, aber da kann ich mich jetzt auch wieder völlig... Interessant, mir ist wie 10. Was sind denn Haustiere? Sind das diese komischen, die dann wieder nichts bringen? Oh Gott. Angriff der Killerfledermäuse. Na, zum Beispiel gibt's von dem Kapitän, dem Piratenkapitän, gibt es einen Papageien. Den beschwörst du mit einem Keks. Ist das so wie der Schleim, der uns nichts hilft? Doch, nichts bringt? Nein, ich weiß nicht. Dann haben meine Truhen versagt, nachdem ich den Keks für, ich glaube, ein paar Goldmünzen gekauft habe. Beschwört ein zahmes Meerschweinchen, mein Kohl. Passt doch, oder? Weiß ich nicht. Will ich ein armes Meerschweinchen in diese Welt holen? Ah, schon wieder tot. Das musst du aber. Na gut, dann hole ich mal jetzt hier mir einen... Moment, jetzt lese ich mir erstmal diesen Bildschirm durch. Langsamer, wenn du ihn besitzt. Moment. Ist das jetzt? Nee. So? Ich muss sehen. Mary Poppins mäßig, volle Möhre. Tragen. Suboptimal. Die packe ich mir mal dahin. So, jetzt benutze ich noch schnell mein Kohl. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Echt, ich habe noch nie Kohl gesehen. Ist das so? Benutzen? Ja. Da ist es! Hallo! Hallo! Und du? Du hast die Tür offen gelassen. Oh, ja. Natürlich. Wird es schon wieder Nacht? Nö, sieht nicht so aus bis jetzt. Okay. Ich sehe die Sonne nicht, aber nö. Achso, hier bei mir ist das Verseuchte, dieses lilafarbene. Ah ja. Also haben wir hier die normale Verseuchung. Reicht. Finde ich. Jetzt habe ich dieses Meerschweinchen bei mir. Ah. Ja, und hier in diesen Tunneln sollte man besonders zum Anfang nicht fallen. Es wird sehr schwer, da rauszukommen. Ja, es gibt nämlich Rohstoffe. Die kannst du mit, sag mal, mit dem billigen Holzpickel nicht abbauen. Wie zum Beispiel halt hier dieses Lilane. Ja. Das zählt schon dazu. Wenn man es abbauen kann, ist es cool. Aber das dauert. Und die sind wirklich sehr, sehr tief. Also vielleicht überlebt man den Sturz auch gar nicht, ne? Das kann ja auch sein. Stimmt, den Sturz überlebt man gar nicht, weil es relativ ziemlich tief ist. Weil es relativ tief ist. Ja, genau. Tusch. Los, mein zahmes Meerschweinchen, mach den Schleim nach. Vergiss es. Mein zahmes Meerschweinchen ist zu scham. Zu scham. Ja, es schämt sich zu sehr, zahm zu sein. Oh Gott, oh Gott. Es ist schon spät. Ja, es ist wieder mal sehr spät. Ihr habt's auch gleich verstanden. Außer ihr wollt mehr. Lila Schleim. Ich muss jeden Schleim töten. Musste ich mal. Gab's mal. Gibt's bestimmt auch. Ich hätte mich nicht so weit vorwagen dürfen. Wolltest du nicht eigentlich irgendwas bauen? Ich war doch schon fertig. Ach so. Gucken wir mal kurz auf der Karte. Also ich bin schon ein ganzes Stück gekommen. Du, wo ist unser Haus? Da ist unser Haus auch. Jo. Mal gucken, wer zuerst das Meer erreicht. Ja? Ich wahrscheinlich nicht. Weil der Schnapper ist wieder da. Ich werde gekloppt.
Ich komme noch nicht über dieses Crimson rüber. Ich brauchte erstmal ein bisschen. Hau ab, du. Verschnapp dich, du Mist. Hi. Auch mal wieder hier? Sehr ruhig. Hast du irgendwas Besonderes mitgebracht? Ich habe eine Kiste. Ich habe einen Grabstein. Okay, Grabsteine brauchst sind. Brauchst du Grabsteine? Grabsteine sind hier erstmal in der Kiste, wovor ich stehe. Hey, du, wolltest du einen Grabstein? Ich habe eine Linse. Ich habe wieder so ein Kupfer-Dusselschwert. Hab das nicht schon weggeschmissen? Ich hätte sonst noch. Ein bisschen Geld habe ich. Ein paar Goldfische. Und ein Kohl. Du hast ein Kupferschwert? Das habe ich weggeschmissen. Das war mein erstes. Du hast ein Kupferschwert? War das Kupferschwert? Habe ich das weggeschmissen? Hallo? Wo ist es hin? Hast du es aufgesammelt? Ja. Was kann das? Nice. 5. Nein, meins hat jetzt 11. Also bitte. Ich habe hier auch ein Kupferschwert. Oh, mein Kupferschwert ist dämonisch und war sowieso stärker als dein. Sehr interessant. Oh. Nur Standardwaffen waren Kupfer, sich getan, das wäre Holz gewesen. Ich dachte es auch. Ja. So viel zum Thema Experten. Naja, wir haben ja sofort das geändert, das ist okay. Geändert? Du meinst, wir haben gezeigt, dass wir es. Nee, halt bessere Schwerter bei dem ersten, Entschuldigung. Gebaut. Weil ich bin ja gleich in die Unterwelt gegangen. Ja, normalerweise, was ich auch sehr gerne mache, ist einfach mal einen Tunnel nach unten buddeln. Das ist aber auch gefährlich. Was später total gut geht, weil du deinen Greifhaken hast, nicht mehr runterfallen kannst. Ja, da braucht man keine Treppen einbauen. Man kann nämlich so kleine Treppen aus Holz bauen. Da kann man drauf stehen. Und wenn man nach unten drückt, fällt man nach unten. Also ich kann immer nur empfehlen, möglichst schnell, jetzt sind wir noch zu schwach, nach oben zu den schwebenden Inseln zu gehen. In so einer kleinen Welt gibt's 3. Ich glaube auf 100 Meter. Waren das 100 Meter? Das kann sein. Es gab auch irgendwie eine Angabe, wo man weiß, wann man auf Null ist. Also einfach nach oben bauen. Und wann war das? Wenn man ins Weltall kommt, dann ist man schon zu hoch auf jeden Fall. Hier ist schon wieder. Es ist gerade so der Übergang. Kurz vorm Dunkelwerden, du springst schon höher. Und da befinden sich dann. Da baut man einfach nach rechts und links, fängt man an, einfach einen Weg zu bauen und irgendwann findet man, wenn man Glück hat. Ja. Das Gemeine ist, dass da halt Harpien sind und die Harpien sind am Anfang ziemlich mies. Alles ist am Anfang ziemlich mies, selbst ein blöder. Okay, grüner Schleim geht schon, aber selbst so ein Schnapper hier macht mich gerade ein bisschen blöde von der Seite an. So. Ab, du verschnapp. Oh, der Schleim. Der Schleim ist gut. Soll ich vielleicht doch nach unten graben von unserem es Haus aus? Ist egal, guck mal auf die Uhr. Na gut, dann pflanze ich weiter Bäume an. Ganz wichtig. Ja, naja, wie gesagt, wir hören dann eh in der Welt auf. Wir konversieren die, damit sie frisch bleibt, falls ihr Bedarf habt. Falls ihr das wollt, machen wir hier weiter. Dann wahrscheinlich haben wir schon bessere Ausrüstung, weil den Quatsch hier gebe ich mir dann nicht nochmal. Ich weiß gar nicht, wir haben 3 Stunden gespielt schon, bis wir dann endlich mal wirklich angefangen haben, Gegner auch aufzusuchen, in den Dungeon zu gehen. Der Dungeon ist ja noch eine ganz andere Nummer. Also, ich überlege, wie ich am Anfang im Dungeon gekotzt habe. Und wie leicht es mir fällt. Also, ich habe inzwischen jetzt schon 4-5 Mal den Dungeon allein mit der richtigen Ausrüstung, oder? Hier angeguckt, mit der richtigen Ausrüstung. Aber am Anfang sind wir nur gestorben. Wir haben uns dann extra eine Hütte da gebaut und ein Bett, dass wir da spawnen, dass wir die Lauferei nicht haben. Richtig, genau. Ja. Und ach, das war anstrengend. Schlimme Zeiten, auf jeden Fall. Aber es hat irgendwie ja doch Spaß gemacht, sonst hätten wir ja nicht. Das fixt mitunter echt an. Das ist. Ich habe dieses Spiel jetzt, glaube ich, schon 4-mal gekauft. Oh, Piranha. Da ist was. Da ist gutes Material. Und das hole ich noch. Ja, ich habe das Spiel gekauft als Download für die 360. Dann heißt es auf Disc. Nee, andersrum. Auf Disc für die 360, dann auf Download nochmal, damit wir es irgendwie zu zweit spielen können. Und 2 Konsolen, dann habe ich es fürs Handy gekauft und dann habe ich es jetzt nochmal hier für die One gekauft, genau. Und das sagt schon, glaube ich, was aus über die Güte dieses Spiels. So. Was haben wir denn jetzt hier? Zimmer. Mal gucken. Wie war es die Zeit jetzt oben? Ja. Oh, ist das Zimmer? Das sieht gut aus. Nee, Eisenerz. Eisenerz ist auch nicht schlecht, oder? Nee. Ja. Dann war Blei der Ersatz für Eisen. Das kann sein.
Ja, gut, die Stunde ist um, nicht wahr? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich aufhören, ne? Ja, ich höre schon auf, ich gehe nicht weiter. Ich gehe auch nicht weiter. Das fällt uns nicht einfach, sagen wir es mal gleich so, ne? Ja, nee, ich gehe auch gleich hin, ich drücke mal speichern. Und ab ins Hauptmenü. Fazit? Ja. Ging besser als der erste Versuch. Und der zweite Versuch. Wir werden auf jeden Fall weiterspielen. Wenn ihr das sehen wollt, und sagt Bescheid, das ist kein Problem. Es kann nur besser werden nach diesem Start. Und ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Danke, Uschi, für deine Hilfe. Für das große Opfer. Ja, gerne doch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Over and out. Tschüss.